Topmodisch im bunten Blätterregen. Ja, das geht auch schon im zarten Kindesalter. Wer sagt schon, dass Mode nur was für die Großen ist? Katimini gewandet junge Fashionistas in Grün und Schwarz und damit geht's ab zum Spielen. Bei Steiner 1914 auf der Linzer Promenade gibt's nicht nur die Trends für modebewusste Damen, sondern auch für richtig coole Kids und das schon seit 1913. Kinder haben ganz andere Ansprüche, das muss angenehm sein, das muss angenehm auf der Haut zu tragen sein, da darf nichts drücken, da darf kein Knopf falsch sein, da gehört sehr viel Erfahrung dazu. Bequem und top gekleidet geht's dann auch raus zum Spazieren. Heute in Blau mit Baskenmütze und lässigem Gelb als All-Over-Look. Und Gelb ist auch für die Damen die Trendfarbe. Hier in Form eines umgehängten Kuschelbärs. Fake Fur ist ein ganz wichtiges Thema. Ist letztes Jahr leicht aufgekommen. Jetzt ist richtig ein breites Thema geworden. Die sind sehr kuschelig, die sind einfach warm. Die sind ganz einfach zu tragen wie Teddybärmäntel, sind sehr weich natürlich, tolle Farben. Maximilian Kaisergruber hat ein Gespür für Mode und Wirtschaft. Und das hat, ob Sie es glauben oder nicht, etwas mit der Rocklänge der Damen zu tun. Da habe ich nachgelesen, dass schon 1926 ein amerikanischer Ökonom festgestellt hat, wenn die Wirtschaft schlechter läuft, werden die Röcke bei den Frauen länger. Und jetzt ist das Drama, dass wir jetzt sehr gut lange Röcke verkaufen. Modisch hat dieser Herbst zumindest Hochkonjunktur. Lässige Edeljogger kombiniert mit Metallic oder klassisch schwarz, mit Retromantel von King Louis. Das ist eine Firma, die kauft Stoffe am Flohmarkt ein und kommt aus Holland und lässt dann die Stoffe nachproduzieren. Und das sind echte Stoffe aus den 50er, aus den 60er Jahren, die dann extra für diese Firma nachproduziert werden. So spaziert es sich gut gelaunt, trendbewusst und ziemlich verspielt durch den Herbst. Für groß und klein auf der Linzer Promenade. Ja.